Guten Appetit wünscht das DBK Servicebüro Metten. Ihr Spezialist in Sachen Krankenversicherung, Altersvorsorge und Versicherungen aller Art. Servus, grüßt euch in unserer Küchensendung Griebig Burwisch Kulinarisch im Jahr 2019 in Salzwig bei Passau. Ich habe meinen Gast dabei, unseren Bürgermeister Offenberg Neuhausen, Hans-Jürgen Fischer. Servus, grüß dich. Wir kochen heute Steak Tartare als Vorspeise. Als Hauptgang macht man eine Fischsuppe, aber ganz anders, ein bisschen auf Gemüsebasis. Wie gesagt, wir können dann anfangen. Das Zeug haben wir alles hergekriegt, Hans-Jürgen. Wir werden dann ein bisschen schneiden für unsere Vorspeise. Zu dem Steak Tartare. Wir brauchen das Rinderfilet ein bisschen an. Ganz kurz. Und dann tun wir es in den Ofen rein. Bei 70 Grad. Das heißt, das Steak wird bis zur Hälfte gebraten. Der obere Teil bleibt roh. Und dann nehmen wir ein bisschen Olivenöl her. Ja, weil das passt eigentlich gut dazu. Zum Hocherhitzen. Ja, zum Hocherhitzen muss man halt aufpassen, weil es schon schnell raucht dann. Mhm. Aber so zum kurz anbraten passt das. Und da, ich will nur sagen, wo sie schon genau, du kannst die Zwiebeln schon schneiden, du kannst auch die Essiggurkel schon schneiden. Wie gesagt, da ist das Rinderfilet. Das ist wichtig, dass wir da eine Raumtemperatur haben. So, das tun wir ganz normal salzen und pfeffern dann auch, drum an. Und gehen wir dann in den Ofen rein bei 70 Grad. Man kennt ja den normalen Tartare, wo man eigentlich durchlässt, auf dem Fleischwolf wird dann auch mit der Soße gemacht, mit Zwiebeln, Paprika, Cayennepfeffer, Essiggurken, Kapern. Wir geben kein Ei mit rein, weil das dann oben am Fleisch nicht dazu passt, sage ich jetzt einmal, wenn das ein bisschen grober ist. Gut. Zwiebeln passen ganz gut so. Warte, bloß bis fetter wegen heiß ist. Du kannst die Zwiebeln, die Essiggurken, kannst gleich alles mischen. Gell? Und die Kapern kommen auch mit dazu. Nein, genau, so wie die Zwiebelwürfel sind. Genau. So, dann brauchen wir das einmal an. Die Steaks, die haben wir dann oben, Hans-Jürgen, siehst du das? Ja, super. Die tun wir nur auf einer Seite. Hast du schon gesalzen, ne? Gesalzen und pfeffert. Auf einer Seite nur oben, das passt eigentlich ganz gut. So, und dann gehen wir die in den Ofen rein, bei 70 Grad. Schneidest du das Gurkel noch, legen wir die einmal da so rein. So. Bei 69 Grad ist ja der Garpunkt. Da wo eigentlich das Fleisch wieder weiter durchziehen kann. 70 Grad macht man, dass das ein bisschen Zimmertemperatur hat und dass es dann auch am Teller umschmeckt. So, und da dazu machen wir uns ein bisschen unser Röstbrot. Da haben wir ganz wenig Olivenöl rein. Da schneiden wir dann ein paar Scheiben rüber. Überall passt. Gurken und Kapern. Genau, so wie wir es gesagt haben. Ich tue dabei mal das Brot ein bisschen rösten dann. So. Zu den Marinaden, zu dem Steak Tartare. Wir gehen jetzt da dazu. Nee. Genau. Gehen wir jetzt dazu. Ein bisschen einen scharfen Senf. 3 so Teelöffel. Ein bisschen Paprika, edelsüß. So. 3 Löffel. Den Cayennepfeffer ein bisschen aufpassen, weil das ist dann sonst scharf, wenn es nicht jeder mag. So, Ketchup geben wir dazu, wichtig. Da hat man schon was dazugeben. So, dann ein bisschen Salz. Das gibt dann nicht mehr in Pfanne, das bleibt kalt. So, eigentlich so Vorspeise, ein bisschen so. Das Fleisch ist dann eh lauwarm, dann passt das ganz gut dazu. Das kannst du dann mischen. Zum Abschluss müssen wir noch ein bisschen Cognac da noch mit rein, dass das eine schöne Flüssigkeit wird. So. Da. Ein bisschen Wein. Ein bisschen Wein, ja, weißt du es eh. Alkohol macht den Geschmack. So. Das Brot da mal schön rösten, das sieht man dann auch. So. Wie schaut es aus? Passt, oder? Ist ein bisschen zu dick.
Da haben wir dann auch ein bisschen einen Trick. Ich gebe da daheim immer gerne einen Saft dazu. Das ist dann so eine Art Aufstrich? Nein, das kommt dann über das Rinderfilet drüber. Wir geben da ein bisschen Saft dazu. Für die Essiggurken. Das passt eigentlich sehr gut noch dazu. Wenn es nicht so dick ist, sagst du es dann nochmal. Das ist praktisch die Marinade. Das kommt dann über das Rinderfilet drüber. Ja. Und dann isst man das halt mit so einem Röstbrot dazu. Das Röstbrot wird hier noch ein bisschen mit Knoblauch ein bisschen bestrichen. Dann nehmen wir einen Knoblauch. Ich tue den zum Beispiel nur halbieren, weil ich einfach das mit der Schale besser dann zum Verreiben ist. Dann kann man es besser einnehmen, wie wenn er. Also reibst du den auch? Den darf man jetzt dann auch verreiben über das Brot, weil sonst ist es zu stark. Und mit der Schale kann man den halt auch besser halten. Ja, das rutscht er weg. Genau. So, also das Brot können wir da auf die Seite nehmen. Nehmen wir es so her, kann man ein bisschen einreiben. Bloß ein bisschen am Rand, weil es eigentlich schöner zu sein. Das reicht. Nur am Rand ein bisschen, schon her, das kannst du dann auch so machen. Okay. Okay? So, also wie gesagt, wir sehen es ja hier. Unten haben wir es ja gebraten. Sieht man, oben bleibt es ja so. Ist dann auch vom Geschmack her, wenn das nicht durchbrennt, ist eigentlich perfekt. Ja, dann tun wir da die Sauce drauf. Dann bloß ein bisschen so oben drüber geben. Das ist natürlich auch ein Gericht, was leicht. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Nach der Weihnachtszeit, Weihnachtsfeiern, Enten, Gänse, Platzerl, Stollen. Ne? Da kann man nicht im Januar schon wieder was dazu essen, was wieder dick macht oder man braucht da was Leichtes. Wir geben bloß eins dabei drauf, das klappt. Ja, wenn ich zum Garnieren. So, dann geben wir da das Petersilblatt her. Stecken wir so rein. Haben wir die Kapernäpfel noch? Ja, haben wir so drin, ja. Genau, da setzen wir dann ein bisschen so drauf. Und eine Kirschtomaten, wenn es mir noch geben darfst, tun wir noch ein paar halbieren, dann schaut das schön aus. So, das ist unser Gericht für die leichte Kost. Probiert es daheim, ist nicht schwierig zum Kochen. Muss man nicht unbedingt der Profi sein, dass man das kann. Das kann jeder daheim machen und ist ja ziemlich einfach. Gell? Lasst es euch schmecken und probiert es aus. Zum Hauptgang, wie gesagt, Hans-Jürgen, wir machen die Fischsuppen. Ich habe jetzt ein bisschen Lachs besorgt, habe ein bisschen Kabeljau besorgt, Rückenfilet, weil da haben wir keine Kräuter drin und ein paar Garnelen. Es kommt dann ein bisschen Fenchel, ein bisschen Staudensellerie, ein paar Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch und Tomaten. Ich mache jetzt die Suppen deswegen auf Gemüsebasis, weil viele Leute mengen, die, wenn sie haben Fischsuppen sagen, sollen, ja, viel Teufel, Fischsuppen, schwimmen mit dem Kopf drin und die ganzen Karkassen, das mag gar keiner. Nee, wie man es früher gemacht hat. Also mache ich das jetzt auf Gemüsebasis und dann werden wir den Fisch zum Schluss reinlegen, lasse ihn durchziehen und dann geben wir das in den Teller rein. Dann schmeckt die Suppe nicht extrem nach Fisch, sondern nur ein bisschen. Weil ich mag das eigentlich selber nicht, wenn ich einen Teller kriege und dieser so fischelt. Da ist für mich auch nichts. Also, wie gesagt, du schneidest bei dem Fenchel zusammen. Okay, zwei so Knollen. Und den Staudensellerie müssen wir ein bisschen waschen, habe ich gesehen. Da ist ein bisschen Dreck da dabei. Und den Zwiebeln schneidest du mal in Bruno aus. Und zwei Zehen Knoblauch. Okay? Und die Tomaten auch. Gut. Wir fangen dann soweit an. Wir gießen das ein bisschen mit der Gemüsebrühe dann auf. Geben wir ein bisschen Öl mit dazu, weil die Fischsuppen ist ja immer ein bisschen was Mediterranes, sage ich jetzt einmal. Gell? Haben wir ein bisschen Rosmarin mit rein. So, die Fische, die schneiden wir dann ein bisschen so in kleine Teile. Dann tut das ein bisschen schneller durchziehen. Hier brauchen wir die vorher auch nicht würzen. Was ich natürlich vergessen habe, die Haut müssen wir natürlich vom Lachs schon abziehen. Also wir können nichts mit Haut rein tun. Weil die Leute das ja alles dann essen. Gell? Wie viel braucht man so Fenkel? Mei, ich sage jetzt einmal, die halbe Knollen, die noch drauf liegt, die kannst du noch schneiden. Und so vier so Stangen Staudensellerie und vier Tomaten dazu. So, wie gesagt, die Fischsuppen kann man auch variieren. Man kann jetzt da zum Beispiel, sage jetzt einmal, Blattspinat mit reingeben, gehackt, am frischen, oder Mangold. Man kann es ein bisschen auf thailändische Art machen, ein bisschen mit Zitronengras, ein bisschen mit Sprossen. Also, das kann man variieren, wie man will. Ich schneide gerne ein bisschen am Frühlingslauch, oder? Dann gehen wir da oben mit drauf. So, die Zwiebeln sind soweit angeschwitzt. Sieht man ja, ohne Farbe. Gell? So, dann gehen wir dazu. Fenchel. Die mögen viele Leute nicht, aber ich finde den ganz gut. Staudensellerie.
Zum Schluss tun wir die Tomaten rein, dann. Das ist uns verkohlen, unser Ding. Das tun wir jetzt schön mit anschwitzen. So, dann habe ich einen Safran. Ich nehme gerne die Fäden, weil die besser sind wie das Gemahlene. Also für mich. Man kann natürlich auch in die Fischsuppe was anderes mit rein tun. Man kann auch Zucchini oder Karotten mit reingeben. Ne? Ja. Wichtig ist halt, das Produkt, was am längeren braucht, muss man halt als erstes mit anschwitzen, weil sonst verkocht es. Wenn ich jetzt die Karotten und die Zucchini mischen im Topf drin und kocht es, dann sind die Zucchini verkocht und die Karotten sind noch hart. Ja. Ne? So, dann gießt man das ein bisschen mit einem Weißwein auf. Das ist schon ein Vorteil, gell, wenn einer alles herricht und du nur noch in den Deckel rein. Das ist das Allerbeste. Das gefällt mir daheim auch immer so gut. Weißt? So, gut, das haben wir angeschwitzt, Weißwein dazu. Dann geben wir ein bisschen Gemüsebrühe mit dazu. So. Und dann lassen wir das ein bisschen aufkochen. Gell? Jetzt haben wir so 10 Minuten kochen lassen. Ja. Und wärst aber immer noch ein wenig probieren müssen. Ja, müssen wir ein bisschen probieren, ob es durch ist. Es soll eh nicht ganz durch sein, es soll noch ein bisschen. Sollte immer ein wenig härter werden. Genau. Oder bleiben. Ja, das soll ja, man soll ja das schon schmecken und beißen ein bisschen. Das soll ja nicht ein Musel werden. Genau. Sondern soll man schon noch schmecken. So, jetzt geben wir die Tomaten dazu. Jetzt geben wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Salz rein, Entschuldigung. Und ein bisschen Pfeffer noch dazu. So. Rühren wir das Ganze nochmal. Du schneidest mal ein bisschen Petersilie zusammen, so zwei Esslöffel voll. Und dann so einen Esslöffel Thymian. Thymian. Ohne die Strünke, oder? Genau, ohne die Strünke. Dill habe ich gemeint, gell? Kein Thymian, Entschuldigung. So, dann geben wir ein bisschen den Frühlingslauch mit dazu. Drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen um. Jetzt sieht man das auch ein bisschen. Kriegt die Sache schon ein bisschen andere Farbe. Gell? Gut. Lassen wir das noch einmal ganz kurz aufkochen. Dann geben wir den Fisch rein. Dann wir das auch noch ein bisschen mischen. So, genau. Schaut gut aus. Dann geben wir die Garnelen noch mit rein. Die legen wir oben drauf sauber. Dass wir sie hier noch gleich wieder finden. So. Das muss jetzt ungefähr so 5 Minuten circa ziehen. Gut, jetzt schauen wir uns einmal die ganze Lage da an. Reicht das? Das reicht. Genau. Schaut sehr gut aus. Das kommt zum Petersilie dazu, gell? Das kommt zum Petersilie mit dazu. Jetzt fischen wir mal die Garnelen ein bisschen um raus, weil die dann hier noch schön aus Garnitur um drauf. Schaut das natürlich da schon. Ich denke, mir ist schon gut aus, gell? Also die Farben haben auch alle noch schön. Die Farben, ja. Genau. Das gefällt mir auch sehr gut. Super. Hast du, gehen wir die Petersilie-Dill-Mischung her. Ja. Schau her, die können wir da sauber ein bisschen mischen. Dann geben wir das da oben schön drauf. Das ist ein eigentlich ein einfaches Aroma. Gericht zum Nachkochen. Ja, das ist ein einfaches Gericht zum Nachkochen. Und für die Leute daheim soll es ja auch ein bisschen einfacher sein. Ja klar, weil oftmals hat man nicht Zeit. Ja, und vor allem, hilft es halt auch nicht, wenn die heute so eine Sendung anschauen und können es daheim nicht kochen, weil es 1000 Gewürze brauchen, die man nicht kaufen kann, nur über den Großhandel. Und das ist halt dann auch schwierig. So, du klangst bei das Campen noch her, Hans-Jürgen. Okay. Da setzt man noch einen schön drauf, da her, dann sieht man das auch. Können wir uns so drauf tun. So, dann ist es so fertig. Viel Spaß beim Nachkochen auch. Lasst es euch schmecken und es ist eigentlich nicht schwierig. Genau. Genau. Guten Appetit wünscht das DBK Servicebüro Metten. Ihr Spezialist in Sachen Krankenversicherung, Altersvorsorge und Versicherungen aller Art.